Es herrscht große Aufregung über die Abstufung der USA durch die Ratingagentur Fitch, aber wenn man sich die Zahlen mal anschaut, also die Fakten anschaut, dann muss man konstatieren, naja, es ist nicht verwunderlich, dass hier abgestuft wurde, sondern eher verwunderlich, dass es so lange gedauert hat, bis jetzt die nächste Ratingagentur die USA abgestuft hat, nachdem das gleiche ja schon S&P gemacht hat im Jahr 2011. Nur noch Moody's als einer der drei Großen hat ein AAA-Rating, also das Beste vom Besten. Und wir wollen uns mal wirklich anschauen, was hier die Fakten sind, um zu ermessen, naja, ist das verdient, ist das angemessen? Und die Antwort ist schlichtweg, yes, es ist angemessen und reißt die Aktienmärkte aus ihrem Goldilocks-Traum heraus, der sagt, naja, Wirtschaft bleibt dauerhaft robust, Inflation geht runter. Beste aller Welten, nein, hohe Schulden und hohe Zinsen vertragen sich nicht. Darauf hat Fitch hingewiesen, hat den Finger in die Wunde gelegt. Das wird nicht funktionieren auf Dauer. Entweder müssen die Zinsen runter, dann dürfte aber die Inflation wieder nach oben schießen, oder die Schulden müssen runter, dann wird es der Wirtschaft nicht mehr gut gehen, denn wir sehen, dass wir in den USA eine Pumpwirtschaft haben, die sich immer stärker verschuldet, um die Illusion des Wirtschaftswachstums aufrechterhalten zu können. 16 Dollar muss man aufwenden an neuen Schulden, um 1 Dollar Wachstum zu erzeugen. Ist das nachhaltig, wie es neudeutsch heißt? Nein, es ist nicht. Früher oder später platzt ein solcher Ballon, platzt eine solche Blase, und Fitch muss man dankbar sein, dass man genau darauf hingewiesen hat. Man hat gesagt, das ist nicht tragbar, was da passiert. Die fiskalische Disziplin ist nicht gegeben und die Perspektiven sind eben durchaus negativ. Schauen wir uns mal hier dieses Goldilocks-Szenario zunächst mal an. In den letzten Tagen haben sie alle die Kursziele nach oben gehoben. Etwa Oppenheimer 4900 im S&P, Credit Suisse, Citigroup. Der S&P hat jetzt ein neues Preisziel. Das ist die normative Kraft des Faktischen. Steigende Kurse erzeugen Optimismus. Und das gilt dann auch für die Realität, nämlich den Blick auf die Wirtschaft, die stark zu sein scheint, auch in den USA, aber auf tönernen Füßen steht, gepumpt ist sozusagen. Das ist wie so eine aufgeblasene Puppe, die irgendwie wie eine echte Figur erscheint oder wie ein echter Mensch erscheint, aber es ist nur eine aufgeblasene Puppe, und das Ganze wollen wir uns mal anschauen. Hier zunächst mal mit der Aussage, mit den beleidigten Kommentaren von Yellen und Co. Hier Krugman, einer der schlechtesten Ökonomen, den die Welt jemals gesehen hat, der sagt, also das sei doch total lächerlich, das sagt mehr über Fitch als über die USA aus. Echt, wir wollen uns mal die Zahlen anschauen und dann bin ich gespannt, ob diese These haltbar ist. Dann hat der Direktor von Fitch gesagt, also der Chef, naja, wenn jetzt diese Schuldenobergrenze angehoben würde oder das Limit so hoch angehoben würde, dann könnten wir diese Abstufung wieder zurücknehmen, als wäre damit das Problem gelöst, nämlich einer exzessiven Verschuldung. Die hat nichts mit dem Schuldenlimit, mit dieser Schuldenobergrenze zu tun, die vor einigen Monaten ja das große Thema war, sondern mit den Schulden per se, die ausufern. Genau das ist das große Thema. Jetzt gibt es nur noch 10 Länder mit einem AAA-Rating von allen drei großen Agenturen: Germania, Dänemark, Niederlande, Schweden, Norwegen, Schweiz, Luxemburg, Singapur und Australien. Die Deutschen sind auch noch dabei. Mal sehen, wie lange noch. Ich bin da skeptisch angesichts der Politik, die da passiert. Aber die USA sind jetzt erstmal rausgefallen. Nur noch Moody's hat das Beste aller Ratings. Jetzt wollen wir mal den Faktencheck machen. Okay, also das war eine ganz üble Nummer von Fitch, gar keine Frage, meine Damen und Herren. Aber auch die USA sind eine alternde Gesellschaft mit steigenden Kosten, die damit verbunden sind. Jetzt haben wir das Defizit zum BIP in den USA in diesem Jahr bei 6,3%. Im Vorjahr 2022 waren es noch 3,7%. Das bedeutet, dass das Verhältnis von Zinszahlungen, die man leisten muss seitens der USA in Relation zu den Einnahmen des Staates, auf 10% steigen werden im Jahr 2025. Und wenn wir uns jetzt mal die anderen gut gerateten Länder anschauen, also AA oder AAA, das Beste,
Dann sehen wir, dass dort das Verhältnis von Zinszahlungen eben zu den Einnahmen 2,8% bei AA oder nur 1% bei AAA besteht. Das heißt, da ist ein völlig anderes Verhältnis zwischen Einnahmen und Zinszahlungen, die der Staat leisten muss. Dann gucken wir uns mal an, Schulden in Relation zum BIP, also praktisch, wie leistungsfähig ist eine Wirtschaft in Relation zu ihren Schulden. Dann haben wir bei den AAA-Staaten im Median, also die Hälfte drüber, die Hälfte drunter, durchschnittlich 39,3% Verschuldung zum BIP in den USA. Und selbst bei AA, also der zweitbesten Stufe, wenn man so will, sind es 44,7%. In den USA sind es schon seit Jahren über 100, also mehr als das Doppelte in der Kategorie, in die Fitch jetzt die USA abgestuft hat. Also im Grunde gehören die nicht mal in die zweithöchste Stufe, sondern deutlich drunter. Zero Hedge kommentiert hier bissig, die USA haben schon seit Jahren über 100%. Objektiv gesehen ist es in dem Sinn eine Bananenrepublik. Das ist natürlich hart formuliert, aber es bringt etwas auf den Punkt. Und hier sehen wir mal die Zinszahlungen der Amerikaner. $1 Billion pro Jahr. Tendenz weiter steigen, weil eben auch die Schulden weiter steigen, sodass dann die Verschuldung zum BIP etwa im Jahr 2050, 2053, wenn es so weitergeht, normalerweise steigen die Schulden schneller als projektiert, aber wenn es so weitergeht, dann sind wir bei etwa 200% des BIPs. Und jetzt kommen die Apologeten und sagen, so alles nicht so schlimm, die Wirtschaft ist doch gut gewachsen, sodass dann in Relation Schulden zu BIP sogar die Geschichte wieder ein bisschen nach unten gegangen ist. Also ist doch alles gut, nicht wahr? Also wir sind doch auf einem guten Weg, echt, das wollen wir uns mal anschauen. Zunächst mal sehen wir, wie hier diese Schulden nominal steigen. Ja, die Wirtschaft scheint gewachsen zu sein. 32,7 Billionen hat der Staat Schulden, nimmt man Haushalte und Firmen mit dazu, dann sind wir so bei um und bei 100 Billionen. Das wäre dann um und bei ja knapp das Fünffache des amerikanischen BIPs. Aber schauen wir uns mal das Wirtschaftswachstum in den USA an, dann sehen wir, dass hier vor allem Regierungsausgaben das BIP getrieben haben, während der Konsum immer mehr abnimmt, also praktisch das, was die Amerikaner sich noch leisten können, nachdem eben sie lange Zeit durch Stimulus-Schecks wunderbar durchgefüttert wurden, aber irgendwann sind die Ersparnisse zu Ende, so ziemlich jetzt, also Ende des Jahres spätestens dürfte das vorbei sein, das heißt, wir sehen permanent steigende Ausgaben der Regierung, um das Wirtschaftswachstum irgendwie zu stimulieren oder weil es halt schick ist, Schulden zu machen. Auf der anderen Seite sehen wir, dass der Konsum zu schwächeln beginnt. Ist das wirklich so gesund, was wir hier sehen? Eine große Frage, ich glaube nicht. Und hier sehen wir vor allem das große Problem, die Einnahmeseite. Das heißt, wir haben immer weniger Staatseinnahmen bei immer höheren Ausgaben des Staates. Da müssten bei jeder Firma die Alarmglocken angehen, wenn deine Einnahmen permanent sinken, aber du deine Ausgaben steigerst. Das passt irgendwie nicht zusammen. Und so sagt hier Fred Hickey, ironisch zu den Kommentaren von Yellen, von Krugman, auch von BlackRock, mit einem Nietzsche-Zitat, manchmal wollen die Leute die Wahrheit nicht hören, weil ihre Illusionen zerstört werden. Exactly the case könnte man nicht besser formulieren, als Nietzsche das getan hat. Es ist der Fakt, es sind die Zahlen, es ist eben die Realität, aber man will eben diese Goldilocks-Illusionen beibehalten, kann ich menschlich verstehen, ist aber halt sachlich ein Problem. Und wenn wir uns dann mal die ganze Geschichte anschauen im Jahr 2011, als S&P 500, nicht S&P, sondern S&P, die Ratingagentur Standard & Poor's, die Bonität der USA abgestuft hatten, da hatten wir kurzlaufende Staatsanleiherenditen bei 0,3%. Jetzt haben wir an und bei 5%, damals die Verschuldung zur Wirtschaftsleistung 92%, jetzt sind wir bei 122%. Das heißt, die Situation der Amerikaner hat sich verschlechtert, was die Verschuldung betrifft, einerseits, und zweitens vor allem verschlechtert, was die Belastung durch diese Schulden betrifft, denn damals gab es Money for Free, du konntest also praktisch Schulden machen und musstest darauf keine Zinsen zahlen, das ist jetzt anders, das heißt, hohe Zinsen und hohe Schulden vertragen sich nicht, also muss die Fed die Zinsen senken, Frage, aber dann geht die Inflation massiv nach oben, wird so nicht gehen. Also das ist jetzt sozusagen das Anti-Goldilocks-Szenario. Die sitzen faktisch in der Zwickmühle. Aber noch ist keine große Gefahr
wenn wir uns jetzt mal anschauen, die Frage, ja, müssen jetzt zum Beispiel Profi-Investoren US-Staatsanleihen verkaufen durch diese Abstufung? Die Antwort ist ein ziemlich klares Nein. Bis auf einige Pensionsfonds, da ist das so ein bisschen schwieriger, aber ich sag mal, 99% aller Profi-Investoren müssen das nicht machen, weil AAA geratete Staatsanleihen oder Anleihen von Ländern mit AAA praktisch genauso behandelt werden wie mit AA. Das heißt, praktisch jeder Profi-Investor kann da problemlos und ohne Begrenzungen eben in solche Anleihen investieren. Dennoch steigen die Renditen. Warum? Weil schlichtweg die Verschuldung der USA so stark steigt, man so viele Anleihen emittiert, dass eben die Frage ist, naja, wer soll die kaufen? Heute sehen wir zwischenzeitlich die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe auf 4,11% gestiegen. Und das ist natürlich dann ein Stück weit auch Gift für die Aktienmärkte. Warum? Weil du schlichtweg eine Renditekonkurrenz hast zu den Aktienmärkten. Du kannst mit kurzlaufenden Staatsanleihen auf Safe mal eben 5% machen. Und an Tagen wie diesen, heute ist es eher nicht plus 5% an den Aktienmärkten. Hier sehen wir den Grund, 1,85 Billionen Dollar werden bis Ende des Jahres an neuen Schulden durch Anleihen emittiert. Das ist mehr als bei allen Ländern, als alle Länder in einem Jahr produzieren, bis auf 10 Länder. Darunter die USA selber, China, Deutschland, Japan, Südkorea, Frankreich. Ein paar wenige schaffen es also, mehr zu produzieren in einem Jahr, als die Amerikaner in weniger als einem halben Jahr an Schulden aufnehmen. Und jetzt sehen wir, diese Abstufung hat so um und bei 500 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung erstmal gekostet. Und lustig auch, was der Fitch-Chef gesagt hat, naja, wir haben vorher mit Janet Yellen, also mit dem Finanzministerium, korrespondiert und haben da Bescheid gesagt, gell, aber wenn die Schuldenobergrenze angehoben wird, gell, dann stufen wir sofort wieder auf, gell, weil dann ist ja das Problem gelöst. Probleme heute auch am Markt, S&P 1,3% Stand jetzt, wird sich natürlich wahrscheinlich ändern, Dow Jones noch am besten, Nasdaq 100 minus 2,3%, siehe da, der VIX um 15% nach oben gegangen, huiuiui. Und wir haben jetzt 47 Handelstage nicht mehr gesehen, dass der S&P 500 mindestens 1% gefallen ist, also eine neue Erfahrung. Und das eben in einer Zeit, in der vor allem die großen Tech-Aktien Bewertungen haben, die mit den Ohren schlackern lassen, zum Beispiel die Magnificent Seven, die großen Sieben, die diese Rallye lange Zeit angetrieben haben, eine Price-Earnings-Ratio von 43. Also Kurs-Gewinn-Verhältnis 43, so, das ist fast das Doppelte des restlichen Aktien im S&P 500. Und selbst das ist dann historisch schon hoch, was die restlichen haben. Und jetzt sehen wir dann zum Beispiel, dass JP Morgan heute Apples Kursziel angehoben hat auf 235 von 190. Und das, obwohl wahrscheinlich Apple jetzt in diesem Quartal, das ist fiskalisch für Apple das dritte Quartal, den größten Umsatzrückgang seit 2016 verzeichnen muss, weil die iPhone-Verkäufe rückläufig sind. Also der Kurs der Aktie ist gestiegen, und wenn das stimmt, was hier praktisch antizipatorisch gesehen wird, dann werden die Umsätze von Apple so stark einbrechen wie seit 2016 nicht mehr. Wie passt das zusammen? Muss ich mal drüber nachdenken. Wahrscheinlich wegen KI und so. Das wird dann im Jahr 2099 vielleicht mal relevant. Heute hatten wir positive Daten vom US-Arbeitsmarkt. Ein nachlaufender Indikator. Hier sehen wir 324.000 Stellen, viel besser wieder als erwartet. Das war dann keine so schicke Meldung, aber ADP war zuletzt deutlich optimistischer als dann die Zahlen, die am Freitag von der US-Regierung veröffentlicht werden. Aber generell galt, gute Nachrichten sind schlechte Nachrichten, und andersrum, gute Konjunkturdaten eben schlecht, weil die Fed dann nicht die Zinsen senkt, sondern vielleicht weiter anheben muss. Und entscheidend aus meiner Sicht jetzt der Dollar, der ausbrechen könnte nach oben. Das ist sozusagen einer der zentralen Themen. Achten Sie jetzt auf den Dollar einerseits und auf die Renditen andererseits. Das wird zentral. Übrigens, heute haben wir gesehen, die Lagerbestände in den USA so stark zurückgegangen mit 17 Millionen Barrel wie noch nie, seit die Daten aufgezeichnet werden, also seit mehr als 40 Jahren. Und dennoch fällt der Ölpreis,
Warum? Weil gestern API schon Ähnliches angedeutet hatte mit den Zahlen, die gestern um nach 22 Uhr kamen. Aber vor allem auch, weil die beiden Administrationen sagten, naja, wir füllen jetzt unsere strategischen Ölreserven derzeit nicht auf, weil der Preis uns zu teuer ist. Das hat dann den Ölpreis nach unten gebracht, der vielleicht auch durch die Risikoaversion insgesamt ein bisschen unter Druck war. Und wenn wir jetzt nochmal nach Deutschland kommen, meine Damen und Herren, dann lustig, hier wird jetzt Geld eingespart bei der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung. Also diejenigen, die es am dringendsten bräuchten, die müssen jetzt noch weitere oder die kriegen die Mittel gekürzt. Und zwar ist die Ersparnis, die durch diese Mittelkürzung in Sachen Digitalisierung unserer wunderbaren Bürokratie, diese Ersparnisse, die dadurch erzielt werden, sind weniger als die Bundesregierung für den grünen Lobbyclub Agora ausgibt. Das muss man sich auch mal vorstellen. Und allein die Grundsteuergeschichte, wo wir ja alle jetzt unsere Grundsteuer angeben müssen, wie viel Immobilienbesitz haben wir, in welcher Lage etc. Die Daten liegen ja alle vor, sind alle da, aber unsere deutsche Verwaltung ist nicht in der Lage, sie zu verknüpfen. Also wird uns die Pistole auf die Brust gesetzt und gesagt, ja, wenn du nicht bist, dann. Also es ist eine Bankrotterklärung der Bürokratie, der jetzt noch die Mittel gekürzt werden. Und es ist alles so hirnrissig, dass man es kaum mehr fassen kann. Jetzt will Habeck mit Steuergeld die selbstverschuldete Energiepreisexplosion löschen. Also du machst eine Sache künstlich teuer, dann subventionierst du sie mit Steuergeld, dann hintenrum schaffst dafür nochmal zusätzliche Bürokratie, die natürlich noch mit Faxen arbeitet. Das ist wirklich, man könnte drüber lachen, wenn es nicht so traurig wäre. Dementsprechend ein Video, eine ganz wichtige Empfehlung aus meiner Sicht. Deutschland steigt ab. Multiples Organversagen, sagt Thomas Mayer, kein Apokalyptiker, sondern der ehemalige Chefvolkswirt der Deutschen Bank. Jemand, der versucht, wirklich rational die Dinge zu erfassen. Das ist die erste Empfehlung. Die zweite Empfehlung hakt ein bisschen, aber die habe ich gleich, meine Damen und Herren. Wo sind wir? Da waren wir schon. Und jetzt hier noch Unverständnis über USA-Abstufung, die Arroganz des letzten Zufluchtsorts. Ja, das ist der Hort der Sicherheit vermeintlich. Die USA sind natürlich extrem liquide, diese Anleihen. Gar keine Frage, der Dollar als Weltleitwährung. Aber mein Kollege André Stacke sieht es ähnlich wie ich. Total berechtigt, diese Abstufung, kann man nicht anders sagen. Dazu interessante Aussagen von ihm und anderen Experten. Und dann diese Goldilocks-Geschichte. Bank of America hat sich jetzt der Fed angeschlossen und gesagt, nein, nein, Rezession wird nicht kommen. Ich bin mir relativ sicher, dass sie kommt, und zwar ziemlich heftig und ziemlich plötzlich, gerade weil alle so extrem optimistisch sind und nicht erkennen, dass sozusagen das Gebälk im Innersten schon knirscht und nur durch ein bisschen Lack irgendwie schön gestrichen wurde. Wir werden sehen, diese drei Empfehlungen. Ich sage Servus, ciao.